Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Loki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner hier ist Daniel und ich bin der Sascha. Sascha? Ja, wir haben heute den 14. Februar, Valentinstag! Juhu! Feierst du Valentinstag? Meine Maus schon was überreicht heute Morgen? Ich, nee, so ein Zeug mache ich nicht. Das ist ja eh nur den Kommerz geschafft. Nee, also Valentinstag mach ich nicht mit. Machst du es mit? Ich muss. Wie, du musst? Ah ja, ich muss aber romantisch sein. Also hast du irgendwann mit angefangen und kamst also nimmer nie raus. Scheiße, ja. Ja. 14. Februar gab es ein Geburtstagskind. Und zwar kennen vielleicht die wenigsten, oder werden die wenigsten kennen, 1975 am 14. Februar geboren, Harald Stolker. Harald Stolker? Ist ein Poolbillardspieler, ein Bundesliga-Poolbillardspieler, hat zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ach so, Poolbillard. Ja, Harald, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ich kann ja auch ein bisschen Poolbillard, aber nur scheiße. Also richtig schlecht. Ja, ich weiß, sorry, wie man Gefühl hat. Musst du üben. Musst du ein bisschen Talent haben. Meinst du, musst du üben? Musst du üben. Einfallswinkel echt? Gleich Ausfallswinkel dürfte dir als Ingenieur nicht unbekannt sein. Von daher müsstest du das hinkriegen. Das kriege ich hin. Ja. Ja, am 14. Februar. Kam auch ein Film in die Kinos. Das war der zweite James Bond Film vom Russia with Love. Okay. Liebesgrüße aus Moskau. Ah, okay. Sean Connery. Aha. Ist irgendwie da bei den Zigeunern unterwegs und sowas. Ja, ja. Bei dem ja. Film. Ja. Ist nämlich dunkel. War so okay. Ja. Ich fand nicht so richtig geil. Das erste war ja James Bond Jagd Dr. No. Okay. Den fand ich schon ziemlich gut mit wie heißt sie? Ah, wie heißt aber die Schauspielerin? Okay. Bin ich doof? Das gibt's doch gar nicht. Da habe ich letztens sogar noch in einem Buch von mir habe ich das noch mit aufgenommen. Wie heißt denn das? Schreibt's einfach in die Kommentare, bis der das weiß, wissen das alle. Oh Mann, ey, es gibt's doch gar nicht. Was war denn der dritte? War der dritte schon der Goldfinger? Goldfinger? Oh Gott, woher wird das so mein. Das ist mein Lieblings-James Bond-Film von allem. Wo die, schön hätte er mit den Flugzeugen über Fort Knox geflogen sind. Ah, das fand ich cool. Das war so. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ursula Andres, da habe ich es doch. Die Ursula Andres. Mensch, jemand weiß mal, wie du. Ja, Ursula Andres, ja, Sexsymbol damals zu der Zeit. Aber richtig, richtig gut. Also ich fand es richtig, wo sie da aus dem Wasser rauskommt, so mit dem hier mit diesem Bikini und sowas. Das war ja ganz lange wegweisend für die damalige Zeit. Für die Mode. Für die Bademode. Für die Bademode und für die spätere James Bond-Filme. Also die Halle Berry ist ja auch so aus dem Wasser rausgestiegen. Und der Daniel Craig hat das dann auch nochmal gemacht. Mhm. Das ist so rausgestiegen. Auch im Bikini. Ja, nein, aber so wie die Ursula Andres das damals gemacht hat. Cooles Ding. Ja, 14. Februar. Was gab's noch? Kinostart. Noch ein Kinostart? Mhm. Wann? Wann war's? 91. 91? Mhm. Was war da? Der sich ein Wolf tanzt. Ja. Der mit dem Wolf tanzt. Der mit dem Wolf tanzt, ja. Genau. Ja. Kevin Knoster. Kevin Costner. Ja. Ja. Mhm. Dances with the Wolves. Ja. Das war der Original. Tatanka. Ja, richtig. Tatanka, haben sie gesagt. Büffel. Tatanka. Ja. Ging ja irgendwie 4 Stunden oder irgendwas, der Film, glaube ich. Ja. 100, also 1 Million Jahre hat man gefühlte. Ich fand ihn nicht so doll. Der hatte übrigens auch eine Pause im Kino. Hast du gesehen? Mhm. Ja, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, deswegen habe ich die Pause auch nicht mitbekommen. Es gibt ganz wenige Filme, die mit Pause sind. Ja. Aber der natürlich macht ja auch Sinn, bei 400 Stunden da irgendwie, dass man da eine Pause macht. Ja. Fand ich aber nicht so gut. Ja. 2 bis 3. 2 bis 3 was? Ja, Schulnoten. Benotung, ja. Echt? Ja. Nee, also ausreichend. 4. Höchstens. Ausreichend. Höchstens. Ja, ja. Ja, das war der 14. Februar. Morgen sehen wir uns wieder am 15. Februar. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie.